Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. So, wir haben hier wieder ein paar Anmeldebelohnungen. Antike Platinmünze, eine Platinmünze, die selbst damals selten war, als sie als Währung genutzt wurde. Sie ist äußerst wertvoll und erzielt bei Händlern einen sehr hohen Preis. Verwenden, um 20.000 Silber zu erhalten. Na Mensch, das ist natürlich sehr nice. So, was haben wir hier noch? Folge der Hauptquest Märchen und Legenden in Pridehorn. Das haben wir schon erledigt. Besuche Stammhügel. Sprich mit der Baren Zierer und begib dich nach Stammhügel. Fertigkeitsbaum ändern. Das haben wir scheinbar schon gemacht. Genau, wir haben ja unsere Sachen schon verteilt. Beanspruche Kaderbelohnungen haben wir auch schon gemacht. Notfallregeneration. Registriere den TP-Trank auf einem Quickslot und benutze ihn, haben wir auch schon gemacht. Abenteurer, Fall und Dungeon. Schließe die Quest Ostkapelle bei Stammhügel ab. Besuche Stammhügel. Naja, da müssen wir noch hin. Unsere Preise sind besser als in jedem anderen Laden. So, hier unten nochmal gucken. Gibt's hier was? Also, da oben haben wir nochmal eine Quest. Dieser verfluchte Wagen bricht viel zu schnell auseinander. Bei Gori. Wenn du um diese Jahreszeit nach Stammhügel gehst, wirst du wahrscheinlich weiße Rotschnee besehen. Wir sammeln ihre Federn, um daraus im Winter Kleidung für die Priester zu machen. Normalerweise gehen die Dorfbewohner nach Stammhügel, um die Federn zu sammeln, aber in letzter Zeit konnten wir das wegen der Grabräuber nicht mehr tun. Meinst du, du kannst einige Federn im Stammhügel sammeln und sie Alayla im Ausrüstungsladen geben? Ja, das können wir. Mit Sicherheit. So, ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um. Ich glaube, hier diesen Weg sind wir nämlich noch nicht gegangen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo so einen Samen. Nee, wohl eher nicht. So, was haben wir hier noch wieder? Inventar. Da haben wir eine Flinkheitsrobe erhalten. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 40% für 12 Sekunden. Ja, ich weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchen, Leute. Sag mal, wo sind auch so schnell genug unterwegs. So, vielleicht schaffen wir das auch mal wieder jetzt ein bisschen zu kämpfen. In der Krypta der Nebelwälder sind mehrere Elementare gesehen worden. Okay, die scheint hier auch in dem Stammhügel irgendwo zu sein, diese Krypta. Es gibt immer mehr von diesen Giftklauenräubern. Genau, wir können uns mit T automatisch bewegen. Das wollen wir aber eigentlich nicht. Zumindest jetzt gerade nicht. Das Azul, der Schmied, wenn du vom der Steinmetz. Teil der Tafel in der Kathedrale sprichst, kann ich dir leider nicht helfen. Warum brauchst du ihn? Die Arche? Ich hielt das immer nur für ausgedachte Geschichten des Baden. Von einer Steintafel weiß ich nichts, aber ich habe etwas Ähnliches. Schau dir mal diese nutzlosen Felsen an. Der nimmt eh nur Platz weg. Ich glaube nicht, dass es viel bringt, aber du solltest mal mit der Wache allen sprechen. Er war dabei, als es geschah und weiß vielleicht etwas. So, und auch das hier haben wir erledigt. So, du kannst alle Währungen anzeigen, die du im Spiel erhalten hast, indem du auf das Truhensymbol im Menü links oben klickst. Ja, das wissen wir schon. Und hier sollen wir dann die Ostkapelle halt mal abschließen. Hier haben wir nochmal Post bekommen, Anmelde-Event-Belohnungen. Noch eine antike Platinmünze. Achso, das ist die, die wir sowieso schon bekommen hatten. Die müssen wir halt nur aktivieren. Durch den Verkauf antiker Münzen an Händler kannst du eine Menge Silber einnehmen. Okay, sehr schön. Alles erledigt? Nee, immer noch nicht. Inventar. Okay, hier, die müssen wir dann einfach nur verkaufen. Gut, Leute, dann mal los. Bist du denn für einer? Achso, das sind die weißen Rotschnäbel hier. Lass uns doch mal anfangen, hier ein paar auszumerzen. Achso, der sammelt auch direkt die Daunenfedern. Okay,
Okay, also man muss auch schon wirklich mit dem Mauszeiger immer in Richtung der Gegner gucken, damit man die dann auch erledigt. Kampfsystem ist im ersten Moment ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man kommt auch schnell rein. Das läuft schon alles. Vor langer Zeit fiel eine Horde Dämonen in die Welt der Sterblichen ein. Daraufhin begann der sogenannte Große Krieg. Ein passender Name für diesen endlosen Kampf. Okay, interessant. Schau dir das zweite Steinrelief im Stammhügel an. Ja, da kommen wir auch noch hin. Okay, Ausweichen hat auch scheinbar eine Abklingzeit. So, Downfedern haben wir dann auch gleich voll. So, die Sachen werden direkt aufgesammelt durch unser Haustier, was wir hier haben. Lass uns mal die Karte ansehen. Also da unten sollen wir nochmal hin. Und hier gibt es noch halt diese Triporter, die wir dann freischalten können. So, sprich mit Alayla, der Ausrüstungshändlerin von Stammhügel. Ja, weil wir jetzt diese Federn schon gesammelt haben. Ansonsten lassen die uns, glaube ich, auch in Ruhe. So, lass uns mal einmal drumherum gehen. Vielleicht gibt es hier noch was zu entdecken. Ja, nicht so. Okay, dann entdecken wir mal das Steinrelief hier. Der Krieg war so schrecklich, dass selbst die Götter fern blieben und die Leute ihrem Leid überließen. Und so machten sich die verzweifelten Sterblichen auf die Suche nach der legendären Arche. Sie glaubten, die Macht der Arche sei der einzige Weg, die Dämonen für immer und ewig zu besiegen. Ich guck nur mal. Lass mich in Ruhe. Okay, der ist ein bisschen anders hier, der Vogel. Der glänzt auch noch so ein bisschen. Ja, lass uns mal gucken. Ah ja, der hat dann immer meistens was. So wie es scheint. Kann mich natürlich auch irren. So, Gesundheit regeneriert sich auch nicht. Was haben wir denn hier eigentlich? Frontalsicherheit, senke den Oberkörper und nimm eine offensive Haltung an. Dann schützt die Front. Normal oder Seelen aufspüren. Die sechs Augen leuchten und erspüren nahe gefangene Seelen. Durch das Entfesseln der Macht werden Flammen am Schwanz und an den Füßen erzeugt. Okay, cool. Okay, ist hier auch nicht genau. Gut, gehen wir mal zu dem dritten Steinrelief hierher. Ich laufe mal noch mal einmal rum. Ich glaube, so richtig was zu entdecken gibt es hier noch nicht. Weiß halt auch nicht, wo es überall diese Samen gibt. Eine kleine Gruppe von Helden fand die Arche schließlich. Diese sieben Helden sind die Sternenboten. Die sterblichen Völker schlossen sich den Sternenboten an, um die Dämonen zu bezwingen und dem großen Krieg ein Ende zu bereiten.
gehen wir mal hier direkt weiter. Zum nächsten Steinrelief. Ja, das ist schön, dann kriegen wir ein bisschen was von der Geschichte hier mit. Da kommt Amel. Da bist du ja. Untersuchst du die Steinruinen? Vor langer Zeit nutzten die Sternboten die Macht der Arche gegen die Dämonen. Nun wird die Welt der Sterblichen wieder von der Dunkelheit heimgesucht. Deshalb bin ich auf der Suche nach der Arche um die Welt gereist. Alle sagen, die Arche sei nur eine Legende, ein Märchen. Aber diese Steintafel ist der Schlüssel zu ihr. Ich bin froh, endlich jemanden zu treffen, der auch an die Arche glaubt. Entschuldige mich nun, ich muss meine Suche fortsetzen. Bitte lass es mich wissen, wenn du etwas findest. Okay. Berühmter Priester. Es gibt immer mehr von diesen Giftklauen. Da ist die Steintafel des Schlüssels? Ach, etwa die Platte, die aus der Ostkapelle geräumt wurde? Ja, genau die. Keine Ahnung. Aber da sie aus der Kapelle geschafft wurde, findest du vielleicht dort Hinweise. Ja, dann gehen wir mal zu der Kapelle hin, würde ich sagen. Okay, scheitern, wenn wir das Gebiet verlassen. Weißen Rotschnabel sollen wir töten. Die Kollegen hier. Also es gibt scheinbar auch so Gebietsquests, die man dann bekommt, wenn man hier durchgeht. Und die Erfahrungspunkte nehmen wir natürlich mit. Warum nicht? Das war's auch schon. So, Symbolgegenstandsinfo. Du kannst alle Symbolgegenstände anzeigen, die du erhalten hast, indem du auf das Symbol im Menü links oben klickst. Okay. Lass uns mal gucken, was wir hier bekommen haben. Neue Handschuhe. Die sind aber schon mal schlechter als unsere. Krieger exklusiv steht auch da. Sollte man vielleicht auch drauf achten, dass man da keine Sachen kauft, die nicht für uns geeignet sind. So, das sind hier diese anderen Tränke, die würde ich schon mal da unten lagern. Oh, Räuber. Ja, dann komm mal her. Schönes Spielgefühl auf jeden Fall, auch wenn man hier kämpft. Es hat wirklich was von, okay, man haut ordentlich rein. Ein Chaos-Dungeon betreten, Ostkapelle. Die Hinweise auf der Steintafel haben dich zur Ostkapelle geführt. Wirst du hier weitere Bruchstücke der Tafel finden? Ja, betreten wir mal, ne? Warum nicht? Ist die Ostkapelle vielleicht sogar die erste Instanz hier? Weiß ich gar nicht. Monstermeuchler, Erfolg abgeschlossen. Ja, lass uns mal schauen. Du wagst dich an diesen heiligen die Ort? Tafel. Tötet sie alle! Die Kapelle. Okay, dann mal los. Da greifen wir mal ein. Okay, besiege 30 Grabräuber. Ich
Ah, okay, man kann sich sogar bewegen, wenn man diesen Wirbel mitmacht. Das ist ja cool. So, alle Grabräuber erledigt. Was kommt hier an? Wache Rüd. Sucht nach den Überresten. Sprich mit der Wache Rüd. Oh, danke für deine Hilfe. Bitte sag Alan, was hier passiert ist. Na klar. Puh, das war knapp. Da drüben ist eine Abkürzung. Ja, lass uns mal schauen. Okay, das war schon die Ostkapelle. Also doch keine Instanz. Mit dem Gelände interagieren. Ah, okay. Wir sollen ja einfach runterrutschen. Alles klar. So, was ist hier? Was ist das? Was hat dieses Auge zu bedeuten oder was das ist? Nicht unvorsichtig werden. Frag mich nicht, Leute. Diese verdammten Giftclown-Grabräuber haben die Wachen angegriffen. Die Steintafel, nach der du suchst, muss sehr wertvoll sein. Sie hätten uns nicht so rücksichtslos angegriffen, wenn sie nicht verzweifelt etwas verbergen wollten. Geh bitte zur Wache Mizell. Er beobachtet sie. Okay, wir haben eine Fertigkeit erhalten. Machtbrecher. Die hatten keine Chance gegen dich, aber seitdem sie sich im Stammhügel breit gemacht haben, ist es auf der Straße sehr gefährlich geworden. Erledige bitte alle Giftklauen, denen du auf der Straße begegnest. Teil der Statue von Regulus bekommen wir als Belohnung. Okay, Rückeroberung der Straße. Wir sehen schon, wo wir hin sollen. Ich will gerade noch mal gucken, was wir jetzt hier so bekommen haben. Kampffertigkeiten. Können wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen erhöhen. Okay, erforderliche Punkte. Hier brauchen wir schon 4 mittlerweile. Nicht unvorsichtig. Geht dann natürlich immer ein bisschen höher. So, lass uns hier auch nochmal schauen. Ostkapelle haben wir abgeschlossen. Was ist hier? Schließe die Questspuren der Steintafel beim Stammhügel ab, in denen du den Triporter verwendest. Ja, das machen wir auch noch. Keine Sorge. So, hier sollen wir ein paar von dem töten, glaube ich. Grundausbildung, Erfolg abgeschlossen. Schön. Okay, von diesen Grabräubern hier sollen wir, glaube ich, ein paar erledigen. Ja, einer noch. Na gut, machen wir noch mal 2 draus. Okay, da geht's zum Triporter. Können wir hier was entdecken? Eher nicht so. Sehr schön. Wir konnten noch irgendwo noch eine Anlegestelle irgendwie entdecken. Ist das die hier vielleicht? Scheinbar nicht. So, hier sollen wir hoch. Hier ist der Triporter. Dann wollen wir den mal aktivieren. Okay, aktiviert ist er. Und hier bei der Wache Norton können wir die Quest abgeben, dass wir hier gerade die Grabräuber erledigt haben. Hast du echt allen Räubern auf der Straße den Chaos gemacht? Ja, in der Tat. Die Giftklauen sind in panischer Angst davon gerannt. Es ist fast schon etwas peinlich zugeben zu müssen, dass die Wachen nicht in der Lage waren, sie aufzuhalten. Ich danke dir sehr, dass du Stammhügel für uns beschützt. Überhaupt gar kein Problem. So, wir haben ein Sammlerstück erhalten. Du hast ein Sammlerstück erhalten, das im Abenteurer-Folianten registriert werden kann. Mache immer im Inventar davon Gebrauch, glaube ich. Okay. Okay, wird im Abenteurer-Folianten registriert. Was haben wir hier Schönes? Krieger-Exklusiv ist eh gebunden. Würde ich direkt mal anziehen.
Neue Handschuhe, die sind auf jeden Fall auch schon mal besser als unsere. So, und dadurch, dass sie gebunden sind, lass uns die mal direkt zerlegen. Haben wir vielleicht mehr von. So, die blauen können wir nicht zerlegen. Kann nicht zerlegt werden. Okay. Dann verkaufen wir die nachher beim Händler. So, Wache Venat hat noch einen Auftrag. Die Grabräuber sind aktiver denn je, aber wir wissen nicht warum. Wenn das so weitergeht, entwickeln sie sich noch zu einer ernsten Gefahr für alle Reisenden auf der Straße. Kannst du die Warnung bitte dem Ortsvorsteher Gori übergeben? Um nach Prideholm zurückzugelangen, musst du die Weltkarte öffnen und auf dem Triporter in Prideholm klicken. Dann kommst du umgehend dorthin. Stein der Vorsehung. Ein eleganter Stein in blassem Rot, er symbolisiert neue Beziehungen. Kann bei NSC Nada gegen Beziehungsgegenstände eingetauscht werden. Okay. So, hier müssen wir mit der Wache Mizell nochmal sprechen. Über den Verbleib der Steintafel. Ich habe Infos über die kürzlichen Aktionen der Grabräuber gesammelt. Das wird eine Weile dauern. Würde es dir etwas ausmachen, mir in der Zwischenzeit ein paar Sachen aus dem Lager in Prideholm zu bringen? Nö, würde nicht. Ja, lass uns dann mal den Triporter hier benutzen. Und zwar mit M. Okay, auf der linken Seite Stammhügel Außenposten oder Prideholm. Wir wollen ja nach Prideholm reisen. Das kostet uns 30 Silber. Ich glaube, das haben wir übrig, Leute. So, Tipp. Ein Angriff auf andere Abenteurer verringert die Dauer von Schwächungen. Wir werden diesen Ort beschützen. So, da sind wir wieder in Prideholm, liebe Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Schreibt gerne mal etwas in die Kommentare, wie ihr das Game so findet und für welche Klasse ihr euch auch entschieden habt. Würde mich mal interessieren. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin.